Mark & Sons hat was ganz Neues. Navy Pilot, das Beste aus zwei Welten. Fliegeruhr und Taucheruhr. Gelingt der Spagat? Was macht diese Uhr eigentlich besser als viele, viele andere große bekannte Uhrenmarken? Das gucken wir uns jetzt an. Du bist noch nicht in meiner Community oder hast ein Abo dagelassen? Dann wird Zeit, wenn du dich für Uhren interessiert. Hier dreht sich alles um Taucheruhren, Fliegeruhren, Uhrennews, Gewinnspiele und. Lass ein Abo da. Also, ich freue mich, wenn du in meiner Community bist. Der Flugzeugträger da. Ja, das ist meiner. Alles klar, fahr ich gleich weg. Scheiße, Parkticket abgelaufen. Hi, wir sind Dave von Watch David. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Mark & Sons. Guck mal hier bitte. Navy Pilot Chronograph. Bam. Mega hammercoole Uhr. Ball. Richtig super verarbeitet, Leute. Ich kann es euch sagen. Wir gucken uns gleich die ganzen Details an. Es sind nämlich auch ein paar Sachen dabei. Und zwar gibt es noch ein FKM Kautschukband. Das gucken wir uns im Detail auch an. Und es gibt noch die Faltschließe mit Tauchverlängerung. Die gucken wir uns auch noch im Detail an. Ja. Und was es mit diesem Band hier auf sich hat, das gucken wir uns natürlich auch noch an. Es ist schwer, diesen schönen Chronographen, den Navy Pilot Chronographen, mit einem Wort zu beschreiben. Ich würde ihn als eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Und zwar in einer super Verarbeitungsqualität. Wir haben hier also ein bisschen Taucheruhr. Bis 300 Meter wasserdicht und natürlich die typische Lünette, die Taucherlünette, natürlich mit der Tauchverlängerung bei der Schließe, die mit dabei ist in dem Paket. Und wir haben hier den Fliegerchronographen mit Chronographenfunktion wie kleiner Sekunde, 12 Stunden Zeit und 30 Minuten Zeit. Und man hat richtig schön was am Arm. Stolze 225 Gramm. Wenn man kein Glied herausnimmt. Am Handgelenk macht die Uhr natürlich richtig gut was her. Richtig schöne Figur macht sie hier. Hier am Stahlband, noch nicht gekürzt. 43 mm und Lack-to-Lack geschmeidige 50 mm. Dadurch sitzt sie halt wirklich super, super am Handgelenk. Das macht schon richtig gut was her. Also ist eine wirklich mega schöne Uhr. Und hier die Uhr jetzt am FKM Kautschukband ist gleich eine ganz andere Uhr. Ja, guck mal, oh, geil. Also dieses Kautschukband ist wirklich Hammer. Das muss ich wirklich sagen. Was gefällt dir denn besser, am Stahl oder hier an dem Kautschuk? Das würde mich wirklich mal interessieren. Das ist übrigens auch kostenlos mit dabei. Genauso wie die Tauchschließe mit Verlängerung. Das Schöne bei dem Kautschukband ist halt, dass es schon ja, praktisch vorgeformt ist. Jetzt bei dem nächsten Band. Das ist praktisch ganz normal geformt. Ja, und das finde ich halt auch, guckt euch das an, das ist der perfekte Match zur Uhr. Mega, 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 mega. Bäh. Bäm. Das ist mein absoluter Favorit. Dieses Band besteht auch aus FKM-Kautschuk in Verbindung mit einem vollnarbigen Leder und ist wirklich super weich und lässt sich sehr, sehr angenehm tragen. Der perfekte Match, auch farblich, und es ist sehr, sehr langlebig. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das Band so von vorne. Wie schön das matcht. Und hier auch schön die Rückseite mit dem Schwertfisch. Bam. Dieses Band kann man sich zusätzlich kaufen. Ich habe aber beschlossen, dass es dieses Band bei mir im Shop
zu der Uhr inklusive gibt. Das heißt, das Band gibt es auch noch dazu, wenn ihr bei mir die Uhr kauft. Ihr könnt euch ja aussuchen, ob ihr sie bei mir kauft oder ob ihr sie direkt bei Mark & Sons kauft. Das ist mein kleines Watch David Bundle, dass dieses Band auch noch mit dazu gehört. Also dieses Band, dann das Kautschukband und die Tauchschließe mit Verlängerung. Zacki, zacki, zacki. Das ist alles mit dabei. Das ist mein Dankeschön für dich, für deine Treue hier. Und ich freue mich, dass du mich hier so sehr unterstützt. Hier bei YouTube und auf allen anderen Kanälen. Als ich zuerst die ganzen Specks und mir die Uhren gesehen habe, habe ich echt gesagt, die Quadratur des Kreises, gibt's das wirklich? Ist ja eher so wie in so einem Restaurant, wo du ein bisschen Pommes bekommst, einen Burger, einen Schnitzel, einen Steak. Jedes Teil schmeckt irgendwie so ein bisschen gut, aber keins ist dabei, was richtig, richtig gut schmeckt. Und so ist es hier auch, dachte ich zumindest. Ich war dann doch sehr skeptisch und deswegen gucken wir mal weiter. Denn noch eine Frage, die mich beschäftigt hat, ist, wer steckt überhaupt dahinter? Also, was ist überhaupt Mark & Sons? 2007 hat Marco Heimrich die Marke ins Leben gerufen, ist also schon ein paar Jahre älter. Seit Gründung haben er und sein Team daran gearbeitet, die Marke zu etablieren. Die Communities wurden mit einbezogen und. Und es gibt mittlerweile einige Meilensteine und einige richtig, richtig coole Uhren, die er herausgebracht hat. Die unabhängige Uhrenmarke sitzt in Altdorf bei Landshut. Aber was war denn jetzt der Auslöser für den Familienvater, der eigentlich nur seine eigenen Uhren trägt? Und zwar war eine Festina-Uhr schuld. Die hat er gesehen, hat aber gesagt, die ist zwar ganz geil, aber könnte doch noch ein bisschen besser sein. Dann hat er einen Entwurf gemacht und den Entwurf hat er seiner Frau gezeigt und die Frau hat gesagt, boah, sieht geil aus. Und er war auch davon überzeugt und dann hat er seine eigene Uhrenmarke gemacht. That's it. Und das ist dabei rausgekommen. Und heute sehen wir eben die eierlegende Wollmilchsau. Und ich kann euch sagen, Marco, Daumen nach oben. Alles richtig gemacht. Ja, aber was macht die Uhr denn jetzt so besonders? Unter anderem das Zifferblatt. Klar strukturiert. Das schwarze Blatt. Mit gelben Farbakzenten. Die applizierten und gerahmten Indizes sind mit Schweizer Swiss Super Luminova hinterlegt. Mal ein bisschen ankitzeln die Kollegen hier. Den Swiss Super Luminova. Ja, sieht super aus. Auch schön oben bei 12 Uhr und die 15 in einer anderen Farbe. Und hält richtig schön lange den Lumen. Super Qualität. Jetzt kommt hier von hier noch Licht. Halte ich mal hier so vor die Hand. Ja. Hält super und die Totalisatoren sind eine Ebene tiefer eingearbeitet. Dadurch habt ihr so ein schönes 3D-Spiel. Und die umgesetzte Rillenstruktur sorgt bei verschiedensten Lichtverhältnissen immer wieder für ein neues Farbspiel. Das ist schon ziemlich nice. Sehr räumlich, sieht alles wirklich sehr, sehr stark aus. Die Indizes, die Zeiger und das Zifferblatt sind absichtlich matt gehalten, um eine noch bessere Ablesbarkeit zu gewährleisten. Die Zeiger sind formal und farblich so gestaltet, dass eine einfache Unterscheidung zwischen Chronograph und Uhrzeitfunktion jederzeit ganz einfach möglich ist. Ihr Design trägt stets zur besten Ablesbarkeit bei. Das kann man wirklich sagen, weil man guckt, das ist, also, obwohl da so viel los ist, sieht man sofort das, was man sehen will. Und das macht die Uhr wirklich sehr besonders. Im Inneren tickt ein schönes Schweizer Uhrwerk, Sellita, wie sollte es anders sein? Das Trikompax-Kaliber 510B verfügt über den 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, eine kleine laufende Sekunde bei 9 Uhr und einen 12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr. Typische Gangreserve sind ca. 62 Stunden. Das reicht auf jeden Fall vollkommen aus. Jedes Werk erfährt durch die Uhrmacher eine Feinregulierung. Armband ist satiniert, 316er Edelstahl, Bandanstoß ist 22 mm und verjüngt sich nach unten hin auf 20 mm. Butterfly-Schließe haben wir hier. Auf dem Gehäuseboden sehen wir den typischen Schwertfisch. Das Logo von Mark & Sons. Natürlich haben wir hier eine verschraubte Krone, ganz klar. Aber wir haben hier eben auch verschraubte Drücker. Guck mal hier.
Der ist jetzt raus. Den kann ich jetzt drücken und der ist noch drin. Da kann ich also nicht aus Versehen drankommen. Und wir haben natürlich Antireflexbeschichtung in dem Saphirglas. Ach wach! Ha! Kleines Zwischenfazit. Kaufen! Wenn euch die Uhr bis jetzt angemacht habt und euch das gefällt, was ihr bisher gesehen habt, dann kauft euch diese Uhr. Das ist mein absoluter Tipp. Die Uhr ist tiptop verarbeitet, der Preis stimmt, alles stimmt. Apropos Preis, wir reden über 1790 Euro. Ein absolut fairer Preis für diese Uhr. Jetzt fehlen aber noch ein paar Sachen. Das meiste habt ihr, wie gesagt, gesehen. Wenn ihr jetzt noch wissen möchtet, was Mark & Sons besser macht, gerade bei diesem Chronographen, als andere große, namhafte Hersteller, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und es gibt noch ein Unboxing und wir gucken uns doch ein paar Makros an, die ihr hier zwischendrin auch schon gesehen habt, aber mit den entsprechenden Hinweisen und Kommentaren dazu von mir. Fakt ist, ihr habt jetzt schon das Wichtigste gesehen. Wenn ihr noch ein bisschen dranbleiben wollt, seht ihr eben noch weitere Details, wie gerade avisiert. Und ganz zum Schluss mein Fazit. Unboxing Time. Hier sehen wir das gute Stück. Schön im Papierschober noch extra geschützt. So, und hier ist die Verpackung. Habe ich so auch noch nicht gesehen in so einem Design. Mal was anderes. Gefällt mir sehr gut. Mark & Sons. Sehr cool, ne? Bam. So, da ist das gute Stück. Gucken wir uns gleich an. Hier jetzt das Papierwerk. Ist hier hinter wie so eine kleine Gardine. Holen wir mal alles raus, was wir hier so haben. Zack, zack. Bedienungsanleitung. Immer wichtig. Operating Instructions. Alles drin, alles was man braucht, braucht man natürlich meistens nicht. Aber als Bettlektüre immer ganz nice. Schöne Hartplastik. Garantiekarte. 2 Jahre Garantie. International. Und noch eine Visitenkarte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die nur bekommen habe. Hier ist das gute Stück, schön auf dem weißen Kissen. Alles noch eingepackt. Packen wir jetzt mal zusammen aus. Bäh. Hier schon schön die Antireflexbeschichtung zu sehen. Sehr nice. Ja, jetzt entkleben wir mal. Das gute Stück ist natürlich alles komplett eingeklebt hier, ne? Man sieht hier schön die Antireflexbeschichtung, seht ihr? Kann immer noch alles sehen. Die Uhr überzeugt halt auf ganzer Linie. Ich bin wirklich absolut begeistert. Hier auch schön die Drücker verschraubt. Hier habe ich es mal rausgeschraubt. Verschraubte Krone natürlich. Hört das? Das rastet so super sauber ein. Einseitig drehbar natürlich. Ja. Macht richtig, richtig gut was. Ja. Also Preis-Leistung wirklich absolut top. So, jetzt hier nochmal richtig im Detail. Jetzt könnt ihr das auch nochmal mit den Farben sehen. Das sind immer alles die gleichen Farben. Je nachdem natürlich, wie das Licht drauf fällt, geht es so in ein helles Gelb. Und das zeichnet diese Uhr aus. Es ist immer und überall der exakt gleiche Farbton. Sei es in dem Schriftzug, sei es auf den Zeigern, sei es auf der Lünette. Überall der gleiche Gelbton, exakt der gleiche. Und das bekommen die großen Marken fast nie hin. Die sind immer ganz ähnlich, aber nie exakt gleich. Und hier ist alles exakt gleich. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Wie gesagt, verschrauben hier, seht ihr. Kann ich ganz rausschrauben. Dann kann ich ihn erst drücken. Ansonsten drehe ich ihn rein. Dann ist vorbei mit Drücken. Schön die Rückseite hier. Die Verarbeitung ist wirklich tipptopp. Da gibt es nichts zu meckern. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Hier ist von oben am Handgelenk. Ah, das ist natürlich schon ein Biest, ne?
Also Biest im positiven Sinn ist schön schwer, also man hat richtig was am Arm, das ist wirklich echt richtig nice. Echt klasse. Na, gefällt mir richtig, richtig gut. Bäh. Sich hierbei um ein richtig gutes, qualitatives, sehr hochwertiges FKM Kautschukband. Wirklich Spitzenqualität. Und die Tauschschließe hier ist bis 14 mm verstellbar, also richtig Platz. Ja. Seht ihr? Richtig, richtig viel Platz. Die einzelnen Ratschen, die ihr es dann einstellen könnt. Diese Schließe ist auch dabei. Und das Band hier ist standardmäßig nicht dabei. Aber in meinem Shop wird es so sein, dass das als Bundle immer mit dabei ist. Das Watch David Bundle. Da ist das Band auch noch mit dabei. Sehr nice, auch wenn man mal ein bisschen schwitzt und so, dass das hier alles schön abtropfen kann. Fazit? Genau das gleiche wie beim Zwischenfazit. Kaufen! Wenn dir die Uhr gefällt und wenn dich das anmacht, was du gesehen hast, dann kauf diese Uhr, wenn du das nötige Kleingeld hast. 1790 Euro musst du hinlegen und dann bekommst du diesen coolen Wecker und bei mir bekommst du dieses FKM-Band in dem Gelbton auch noch dazu. Ansonsten kaufst du direkt bei Mark & Sons. markandsons.de und wenn du das einzeln kaufen möchtest, liegt das bei 59 Euro. Ja, das passt aber eben, wie gesagt, perfekt zu der Uhr. Das ist also mein Daily Rocker Favorit, absolut immer tragen wollen. Bundle, Mix, whatever. Also, schön, dass du da warst. Jetzt lass aber bitte noch einen Daumen nach oben da. Hier klickst du da oder da, 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 da oder da. Jetzt bist du ja eh da. Klick jetzt bitte mal kurz ein Like. Das hilft immer sehr. Und wie eingangs erwähnt, bist du noch kein Abonnent, lass gerne ein Abo da mit Glocke. Dann bekommst du sofort eine Info, wenn es wieder was Neues gibt. Und trag dich gerne in den Newsletter ein. Da gibt es gleich 10 Euro Gutscheincode. Und zwar unter watchdavid.shop oder unter watchdavid.de. Viel Spaß, schönen Abend noch und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein, mach's gut, ne? Ciao.